mal wieder ein Movie von uns? Oh, du war ganz erschrocken, ey. Was erschrocken? Sag Hallo zu die Leute. Hallo. Sagst du auch Hallo? Oder schläfst du noch? Ja, oh, ein bisschen verrüttelt. Wahrscheinlich schläft er noch. Aber ich schätze, ich spekuliere eher aufs iPad. Ja, haben wir Bonbons gekriegt, Plätzchen gestern gekriegt, ne? Ja. Vom Onkel Jürgen. Ja, schöne Grüße gehen raus. Ja, keine. Sagst du danke, Onkel Jürgen? Ja. Sagst du Kopunda Kap? Nee, ne, sind ja nur vom Vati. Ja, nimm dir mal eins, ich will weiterfilmen. Ja, nimm dir da eins. Ja, Kanon. Ja, Kanon Bang. Lass es mal von Oma aufmachen. Papa filmt gerade. Oder hier. Zack. Okay, Mai? Okay, Kanon. Oh, so. Zum gestrigen Tag. Ja, ich hab. Also, wir machen es jetzt so. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich zeige euch das mal. Also, warte mal, Otto, bitte. Also hier, die Ecke habt ihr ja gesehen, die ist ja super. Ich zeige es euch nochmal. Das haben wir jetzt so gemacht. Mein Moped steht hier. Also die Decke kommt noch weg. Und ansonsten haben wir das jetzt so eingerichtet hier. Also Otto hat hier eine Spielecke, seine Rutsche, seine Autos kommen dann noch her. Und wir haben hier eine Frühstücksecke. Wir stehen ja um 7 auf. Und dann sitzen wir jetzt, ich habe jetzt Ecki Mongle auch, Mai. Wir haben es jetzt um 9. Ich habe ja schon, ich habe ja jetzt seit 6:30 sind wir munter geworden. Und da habe ich schnell einen Film hochgeladen, weil ich bin ja gestern nicht mehr dazu gekommen. Und jetzt habe ich die ganzen Kommentare durchgelesen. Ich freue mich, ich bin super getroffen, alles easy. Und zwar war es so gestern. Ich war gestern, also wir machen es so jetzt. Dass ich mache es einfach wie die Details. Ich mache immer ein Stückchen, wenn ich keinen Bock mehr habe und es ist mir zu viel, lasse ich es stehen bis morgen. Ich habe ja keine Schafe zu hüten oder wie das heißt. In dem Sinne ist das okay. Wir machen dann später auch nochmal eine Roomtour. Ich zeige euch nur mal kurz, wie es jetzt noch aussieht. Ja, es sieht noch ein bisschen wüst aus hier. Das ist ja wie das Wohnzimmer. Also hier steht das Motorrad von meinem Großcousin und dass die hinten die Ecke wird noch weggeräumt und dann kommen die Mopeds da hin und zwei Schränke hierher und dann hat er hier noch eine Spielecke. Ansonsten auf die anderen Zimmer. Ja, das sieht noch wüst aus, das zeige ich euch mal später. Also wie gesagt, wir machen es so, dass wir arbeiten, wie wir Lust haben. Ich habe natürlich auch zeitweise ein Riesenproblem. Weil wir laufen ja alle barfuß und wenn ich hier eine Stunde hin und her laufe, ja, die Backen voll, hast du die Backen voll? Also wenn wir hier barfuß immer hin und her laufen, ist natürlich so, dass mir noch eine Stunde die Füße wehtun. Ja, da muss ich dann Schuhe anziehen, ist zwar nicht so gern gesehen in Thailand, aber nicht so wild. So, zum gestrigen Tag nochmal. Und zwar war es so, wo ist er? Ich habe um 3 Uhr war ich völlig fertig und hatte das erste Mal so ein richtiges Bedürfnis, nichts zu machen und ein Bier zu trinken. Und da bin ich zum Onkel Jürgen gefahren, ne? Nach Nagloa. Da haben wir noch einen anderen Deutschen getroffen und haben uns super unterhalten. Allerdings ist aus der Stunde Bier trinken, 5 Stunden Bier trinken geworden. Und ich wäre noch länger geblieben, aber um 9 ist ja Ausgangsschluss. Deswegen musste ich nach Hause. Okay.
Mir haben einige geschrieben, dass ich immer sehr entspannt aussehe in letzter Zeit. Was ist denn? Hast du dir wehgetan? Wenn du den so trägst, dann hier siehst du, da musst du aufpassen. Damit ihr es aussieht, ist so ein Klappbacker und da hat er an und dann hat er hier den Finger drunter gehabt. So, zeig mal. Komm, Mama, komm mal her. Wo tut's weh? Da! Tut's noch weh? Aber nicht mehr so doll wie vorher, hä? Musst du aufpassen, den darfst du nur hier tragen. Stellst du so ihn nicht so an der Seite. So, also, ich bin wieder durcheinander gekommen. Ach so, ja, wir haben 9 Uhr Ausgangsschluss, also 21 Uhr. Und da war es schon 21 Uhr, mussten wir schnell heimfahren. Also ich war ja alleine, weil ist immer ein bisschen manchmal problematisch mit Otto, wenn ich mal abschalten will und ein Bier trinken will und Otto stürzt darum, ja, ist immer ein bisschen schwierig. Aber war ein saugeiler Abend, war super, schöne Erbsensuppe gegessen, fantastisch. Ich habe wieder völlige Kraft und heute geht's weiter. Also YouTube habe ich gerade hochgeladen. Ansonsten, ach so, ja, das war's ja vorhin. Weil ich immer so entspannt aussehe. Das ist natürlich so. Wir gehen in die Werbung. Machen wir nach der Werbung. Bis gleich. So, hier ist er nochmal. Otto macht gerade Abnahmen, Duschen, deswegen habe ich mich so ein bisschen runtergelegt, damit man ja sein Schnulli nicht sieht. Und hat die Mutti nicht eben eine Zahnbürste gehabt? Ja, schön, du, Otto, mehr vor Kinn fahren. Otto? Kinn. Ja, wenn nicht, muss ich's machen. So, also ich muss mal aufpassen, dass man auch. Naja, wir machen mal lieber so. Nicht, dass noch was passiert. Also, zu dem Thema nochmal. Yeah. Aber ja, ich weiß, einige Leute regt das auf, dass ich mich immer entschuldige oder was erzähle, aber irgendwas muss ich ja sagen. Und zwar so, weil einige Leute natürlich geschrieben haben, dass ich in den Umzugsflug sehr entspannt wirke und man mich nie arbeiten sieht. Ist natürlich so, bei uns ist Arbeiten verboten und ja, da kann ich mich natürlich nicht beim Arbeiten filmen. So an sich, machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich muss aufpassen, dass Otto nicht mit drauf kommt. Ja, schüey, du, ey, vor. Au! Er kann ja das noch nicht alleine. Lass Oma machen. Ja, dann mach ich. Ja. Ah, jetzt geht's doch. Super. Wir müssen ja den Jungen Zähneputzen beibringen. So. Mal sehen, ob wir das so drauf kriegen, ohne. Wo ist er hin? So. Also auf jeden Fall nochmal zum gestrigen Tag. Ich kann euch nur eins sagen, Otto ist super, super happy. Und zwar ist es ja gerade so, dass wir ja ebenerdig wohnen und vorher war es ja so, ich war oben 3 Etagen und er unten und er konnte ja die Treppen nicht hochgehen und die Oma wollte natürlich auch nicht 10-mal am Tag hochgehen, ist ja verständlich, ne?
Und seitdem er ebenerdig wohnt, wenn ich gerade nicht kann, geht er zur Oma. Wenn die Oma nicht kann, dann kommt er zu mir. Und wenn wir alle zwei nicht können, dann geht er zum Hund, ganz einfach. Und das ist super für Otto. Also, außer dass wir das Meer nicht gerade in der Nähe haben, finde ich es hier sehr, sehr angenehm. Die Darkside ist auch billiger. Ich habe auch gestern in den Gesprächen, wo ich ja gestern Bier trinken war, wieder ein paar gute Tipps erhalten, wo man auch billig Essen einkaufen kann. Und da werden wir die Tage mal gucken. Aber da werde ich euch mitnehmen, ist gar kein Problem. So an sich manchmal ist das schon ein bisschen komisch, ne? Ich glaube, sie raucht gerade eine. Wir gucken mal hin. Das sieht eigentlich so aus, als hätte sie Arrest gekriegt. Und du freust dich, ne? Wo bist denn? Ach ja, Finger weg. Ah, da ist er doch. Ah. Au, Supuli Mai. Und hier fahren? Jeb, ja. Ja, wir haben ja Zähne machen lassen. Aber weil sie die nicht reinmacht, tut sie natürlich nach ein paar Tagen weh, wenn sie die dann wieder reinmacht. Also lässt sie draußen. Wieder 20.000 umsonst ausgegeben. Aber naja, wollen wir nicht nölen. Wir machen so, wir gucken froh und mutig in die Zukunft und alles supi. Ich bin heute richtig gut drauf, ich freue mich wie Bolle. Also, habe ich das vorhin schon mal gesagt? Also wie gestern, Otto hat natürlich gestern ganz schön Theater gemacht, weil ich nicht, da war. Ja, ich habe zu ihm gesagt, ich fahre ein, zwei Stunden weg, ein Bier trinken und dann war ich fünf Stunden weg. Und es ist jetzt gerade so, dass er in Thailand ist so, wenn die Kinder schreien, dann kriegen die sofort ihren Willen, weil die nicht wollen, dass die Nachbarschaft die Kinder schreien sieht. Mir ist das völlig egal, ich sage einfach nein und Ruhe hat's und die Mutter gibt es eben ihm natürlich. Und da gab es ein riesen Theater gestern, wo ich nicht da war. Weil er eben, ja, weil ich nicht da war, hat er nur gebrüllt und geheult und getrampelt und papa, papa, papa. Ich weiß aber nicht, wie ich es erklären soll. Er muss es selber wissen, ist egal. Also, Witz des Tages. Wieder am Start. Bis die Tage. Ist der Kopf so schwer wie Blei, muss eine Massage herbei. Yeah! Allein. Kriegst Papa keine Massage. Nee, Meppelei. Ich. Cha cha sabai sabai la 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 la. So, ihr seht ja, Otto ist immer noch hier, ne? Wo ist er? Ich muss mal aufpassen. Ah, da ist er. Dass man Schnuller nicht sieht. Und er spritzt mir ein bisschen Wasser. Ja, mich stört's nicht. Wenn er spielt, spielt er. Aber es sind wieder mal Sachen. Was geht dir hier? Yeah, yeah, yeah. Und zwar, ich geigel ja mit Otto gerade, ist ja ein Kind. Und da kam die Mutter raus. Es ist jetzt, wie spät haben wir es jetzt? Ich gucke nochmal auf die Uhr. Halb zehn. Halb zehn und ich spreche es natürlich sehr laut und geigel mit denen, ne? Eieie, Otto Papa, was hast du, dreckige Füße? Yay! Ah, was war er?
Und die Mutter sagt, ich soll bitte leise reden, der Nachbar schläft. Es ist mir eigentlich egal. Ich weiß eigentlich, wenn Otto glücklich ist, Otto glücklich. Wenn hier der Nachbarbude ein Kind schreit, dann rege ich mich da auch nicht auf. So, also das war Nummer 1. Oh. Und dann Nummer 2. Ja, Mäppelei mehr. Dann hängt die Decke eben eine Stunde länger draußen. Ist doch egal, wenn er sie mit Wasser voll spritzt. Ich finde das auch nicht so schlimm irgendwie hier. Das ist ja die Decke für... Die hat sie gewaschen. Und da ist gut. So, auf jeden Fall haben wir gerade mit meiner Frau telefoniert. Und jetzt überlegt euch, jetzt sagt die Mutter, falls wir reingehen, sollen wir das Tor abschließen. Weil hier würden Leute reinkommen und die Kindermaus. Also wer eine Thai-Frau hat, kann ja mal fragen. Ich habe ja schon viele Sachen gehört. Aber dass einer in das Village hier reinkommt, dass die Tür aufmacht, Otto Maus und ich sitze so, Mubi hier. War unterbrochen. Meine Frau hat angerufen. Da war das Video gleich gesperrt. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir waren. Ach so, ja, alle, die eine Thai-Frau haben, sollen mal ihre Frauen fragen, ob das hier in Thailand so ist. Also wäre ja Unding. Das habe ich schon gesagt. Was, ja? Was willst du denn? Hier. Was hier? Ja, ich kann da nicht drauf, ich fall um. Das ist hier alles so rutschig jetzt. Schatz. So, ansonsten check ich erstmal die Movies ab. Da bringt mich völlig immer raus. Setz dich lieber nicht, dass du umfällst, Schatz. Willst du lieber hinsetzen? Ja, und bleibst stehen. Yeah! Aha, eben hat sie mich ganz böse angeguckt. So. Zack, da ist er. Fertig mit Duschen. Das hier. Ja, da hat der Papa die Leute gefragt, was es ist und was es für eine Bedeutung hat. Und die sehen aber das Movie erst heute. Also, nicht auf Telefon, ne? Wäschst du Papa auch gleich mit? Also, ich würde sagen, wenn Buddha, Buddha. Wo ist Buddha? Da hinter uns ist Buddha. Ja. Ja. Gussi? Dahin. So, ich würde sagen, wenn euch unsere Movies gefallen, Abo da lassen, Daumen nach oben da lassen, konstruktive Kommentare da lassen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir alle. Treu, bleibt mir alle gesund und werdet glücklich. Bis die Tage. Bye, bye. Ja, was war denn jetzt so? Otto, Mom. Hat Otto hat er gewackelt? Hat Otto kaputt gemacht? Ja. Und da freust du dich wohl noch? Kaputt, Mom. Ja. Kaputt machst du gerne, ne? Bang Leo. Bang Leo. Einmal auf Deutsch und einmal auf Thailändisch. Banglehaus heißt, ich glaube, schon kaputt gemacht. So, Papa geht rein, muss ein bisschen arbeiten, ne? Meh. Ah, nee, hier. Otto. So, war nur ein kleiner Nachtrag. Also, bis die Tage. Hier ist er nochmal. So, wir grüßen heute Raimund Trummer, hat mir auch geholfen, hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich, alles super. Ich glaube, es ist schon eine ganze Zeit her, aber keiner gerät in Vergessenheit. Ansonsten, Kaffee.
Oh, hat sie wieder Zucker reingemacht. Naja, vergiss es immer. Ansonsten, ja, wie gesagt, heute ist, wir sehen uns morgen.